Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde StarCraft 2 1v1 mit eurem ein PVZ auf der, Achtung meine Güte, Kairos Kreuz LE. Erstmal von Weitem gucken, wie die Map heißt, ne? Die ist irgendwie, kenne ich noch nicht so. Wieder mal am ZVP, das letzte habe ich verloren bei Fast Colors. Two-Base Push war das, theoretisch. Oh, ich habe Rot. Habe ich Rot als Farbe eingestellt? Eigentlich nicht. Naja. Dann spielen wir halt in Rot heute. So, good luck, danke. Scouten brauche ich theoretisch nicht, da habe ich ja Doppelots. Ich werde mal gucken, 2-Base, auf jeden Fall 2-Base Push. Push. Roach, Hydra, diesmal aber. Und nicht Link. So, und dann werde ich jetzt die Echse gleich nehmen. So, du sollst auf die zwei alleine, danke, so ist besser. Echse nehmen. Wir gucken mal hier hinter. Ist nichts da, okay. Oh, irgendwie leckt. Was ist hier los? Warum leckt denn das so? Also an mir kann es nicht liegen. Internet geht bei mir. Theoretisch. So, er sieht noch keinen Pool. Der kommt jetzt. Wir brauchen mehr. Er glaubt meine Minerals, warum machst du das? Tu das nicht. So, wenn du meine Scouts hast, dauert noch ein bisschen. So, oder was wollen wir spielen? Ich weiß nicht so richtig. Was wollen wir spielen? Gib mir auf den Sack hier. Greifen einfach mal an. Und wir drohen einfach weiter hoch. So, Gas haben wir genommen. Der Oberlord ist gleich da. Der andere Oberlord, der kann dahin. Drohne lebt noch. Machen wir mal noch vier Linge, Scoutlinge. Hat noch keine Echse. Das heißt, da muss was kommen. Nur wann kommt da was? Das müssen die Linge uns sagen. Injecten. Upgrades nehmen. Noch ein Gas nehmen. Bisschen hochdrohen. Speed hatte ich angedrückt, sehr gut. Einfach keine. So, halt, ne? Das ist schön, dass er mich reinlässt. Okay, noch ein Gate. Was steht hier hinten? Nichts. Mal kurz kein Mining. Da können wir mit Roaches pushen. Upgrades nehmen. Wir müssen ins Gas. Der Overlords. Hat jetzt doch die zweite, war noch keine Wirkung dran. Noch nicht saturiert. Ist also noch alles im grünen Bereich. So, mehr Gas brauche ich auf jeden Fall. Ich will Ravager dazu nehmen. Oder noch die Hydras. Ich nehme noch die Hydras. Also, ich decke mal hoch. So, wir wollen einen Scout. Der ist aber nicht mehr da. Mehr Drones. Drones für alle. So. Creep Sprint vergessen. Du kannst mal schön injecten. Upgrade kann ich noch nicht nehmen. Ich habe genug Minerals. Oder Gas. So, jetzt haben wir genug Gas. Wir brauchen mehr, nicht genügend Energie.
So, wieder hier eine kleine Queen. So, haben wir eigentlich 2 Base. Müssen wir jetzt die dritte noch nehmen und dann machen wir einen Push. Und nehmt gleich den Hyper dann dazu. Und natürlich noch ein paar Jungs. Ein paar Trolls. So. Müssen noch mal reingucken, was er eigentlich macht. Aber wir brauchen erstmal noch ein paar Overseer. Overlords. Ein Overseer wäre natürlich auch was Feines. Können da noch 3 mit hin. So, und jetzt werde ich mal auf Truppen gehen. So, Hydrodent ist fertig. Ab geht's für Hydras und dann pushen wir mal Hydras. Könnt jetzt schon Kolosse haben. Theoretisch. Aber das ist mir jetzt egal, jetzt wird gepusht. 1-1 gleich durch. Müsste ich 2-1 theoretisch noch schaffen. So. Phoenix, okay. Aber war eine halluzinierte Phoenix. Also alles noch im grünen Bereich. Mehr Vespingas, ich weiß. Die Tees. Die Tees ist schlecht. Ich bin Overseer. Also kommen die Tees. Können wir uns schon mal darauf vorbereiten, wir brauchen mehr Overseer. Eigentlich mehr von allen. Eine neue Queen wieder. Noch ein paar Drones. Hat eigentlich nicht so viele bekommen, wie ich hier sehe. Und Küsbett natürlich wird total vergessen. Nicht gut. So, er nimmt jetzt die dritte. Wir nehmen mal einen Tech dazu und zwar Flieger. Mehr Truppen, Injects habe ich nicht vergessen. Hier brauche ich Windball und Queen. Und dann bauen wir noch 2 Abwehrtürmchen. Ein paar Roaches. Aber die sagen, gucken wir mal kurz zur Echse. Und ich habe natürlich Roach Upgrade vergessen. Speed wäre natürlich richtig geil für die Roaches. Wir brauchen mehr Overlords. Bringt das jetzt was, wenn ich jetzt hier durchgehe? Kämpfe ich auf jeden Fall besser als er, wie es aussieht. Für Upgrades 1-1 will ich. Ich muss nach Hause. Und Jax nicht vergessen. Nicht genug.
So, alles schick, kann man mal verteidigt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gehen wir jetzt auf 2-2. Wir brauchen mehr Mineralien. Mein Obertolter erholt sich jetzt noch Dings dazu. Wir holen uns noch ein paar Linge. Noch ein paar Drones und ich müsste eigentlich schon wieder exen. Boah, ich habe nicht genug Ressourcen. Drei Corruptors dazu. So, ihr könnt da hin. Und ihr guckt mal nach da. Und wir nehmen die vierte. Wenn man die schon hat, ne, doch nicht. Immortals, Immortals, Immortals. Alle ohne. Wir brauchen mehr Overlords. Mehr Overlords, das machen wir auch kein Problem. So, Charge-Sperren sind halt echt brutal. Aber wir können ja jetzt noch ein paar Mutas mit dazu nehmen. So, die sind schon mal tot. Und wir tacken hoch auf Corruptor. So, machen noch ein paar Mutas, Mutaswitch. Wir können jetzt alle mit nach dort. Dann seid ihr eigentlich da auch schon voll, kann ich hier noch eine Echse nehmen. So, ich bräuchte noch ein paar Linge. Wenn die Mutas so schlau sind, werde ich sehen. Auf jeden Fall decke ich jetzt hoch, wenn ich kann. Und vielleicht gehe ich dann doch auf Ulis, mal schauen. Nicht genug Vespingas. Nur ein bisschen zum Scouten. Oh, ich bin 200. Kann jetzt eigentlich alles basen und nochmal reingucken. Okay, er will die dritte nehmen. Oder er hat die dritte genommen, besser gesagt. Es hat ein paar Upgrades gehabt. Ist gerade am Forschen. Bitte wieder runter, danke. Ich bin halt 200, das ist halt echt blöd. Dass ich 200 bin. Ich brauche viel mehr Larven, dass ich dann gleich wieder remaxen kann. Vorher greife ich nicht an. Und ich nehme dann doch Ulis. Auch wenn ich für die noch nicht die richtigen Upgrades habe, ist egal. So, werde ich überall angegriffen? Eigentlich nur hier unten. Okay, das ist okay. Ich brauche halt nur was gegen Luft. Aufklärung. Und die habe ich gerade echt nicht. Oh, mein Overseer.
So, Ulis dazu. Mehr Vespingas dazu. So, die haben wir nochmal gesaved. Die hat man auch gesaved. Die müssen wir noch saven. Ach, mit Uli-Upgrades bauen keine Ulis. Mist. Hier brauche ich auch mal Linge noch. Link-Upgrade. Oh, so viel Vespingas gerade. Oh, da kommen sie jetzt. So, haben verteidigt, alles schick. Link ist gleich durch, Linkspeed. Ultralisten kriegen noch ein Upgrade gesponsert. Hier gehen wir mal noch ins Gas mit rein. Hier müssten wir alle jetzt woanders meinen, am besten noch dort. Dann braucht er nicht mehr dort meinen. So, Linge los. Da hat er schon die vierte. Die hat er nicht. Metamorphose abgeschossen. Jetzt überrennt man einfach mit Linge. Gleich machen wir jetzt dort. Wir spielen jetzt einfach ein bisschen kaputt. Und warten auf die Uli-Upgrades. Schön gemütlich. Wir haben mehr Zeit. So, noch ein paar Ulis dazu, ein paar Roaches. Und dann müsste das eigentlich gelaufen sein, das Spiel. So, ihr könnt alle mal woanders hin. Ihr könnt auch eigentlich alle woanders hin. Ich müsste halt nochmal Echsen ordentlich. Mache ich jetzt auch. Hier noch eine Base nehmen. Da noch eine Base nehmen. Kann ich nicht. Dann nehmen wir das noch hier. Und noch ein paar Türmchen. Okay. Er möchte es halt so. Linge, Linge? Ja, ich hab nur Linge. Ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug Injects gesetzt. Das ist mein Fehler. Das bringt mich jetzt um. Unsere Streitkräfte werden.
Wenn jetzt wirklich kommen, nee, oder? Ich hab keine Minerals mehr, das ist echt schlecht. Überall Drones, die nichts tun. Das ist noch schlechter. Mehr. Oh, oh. Sie können eigentlich jetzt komplett rüberrutschen bei mir. Dann wäre ich tot. Aber er tut es nicht. Ich habe so viel Gas, Mann. Ich krieg's nicht los. Müssen wir noch mal gucken, dass wir ein bisschen Damage machen. Unsere Streitkräfte, wir brauchen mehr Mineralien. Ich komme nicht mehr zum Exen, ich habe keine Minerals. Boah, das wird so ein Kartenspiel hier. Wie ist tot die Echse? Auch keine Minerals mehr. Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen. GG, uff, doch noch gewonnen, ey, das war ein echten. Ich hätte schon eher beenden können, theoretisch, aber ich habe mich nicht so wirklich getraut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Endgard. Bis dahin. Tschüssi, Europe. Und da sind wir auch schon in Endgard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den StarCraft-Projekten und ein anderes unserer Projekte. Dann schaut doch morgen wieder ein und tschüss, eure Rudi Bermande.